Also die Stelle, die ich jetzt lese, ist relativ vom Anfang. Muss man eigentlich gar nichts wissen bis dahin. Deswegen erkläre ich jetzt auch nichts dazu. Ivo sollte schon seit 10 Minuten im Besprechungsraum 7 sein. In seinem von Jesse ausgedruckten Zeitplan steht 15 Uhr, Treffen mit dem ÖFB-Kommunikationsmanager, Besprechungsraum 7. Also schaut er noch einmal auf sein Handy, wo sich nichts verändert hat, steckt es ein und macht sich auf den Weg. Erst nach einigen Schritten wird ihm klar, dass er keine Ahnung hat, wo der Besprechungsraum 7 sein soll. Also bleibt er wieder stehen. In seinem Mund ist ein schlechter Nachgeschmack von den zwei grünen Hackeln, die bedeuten, dass Mirna ihm nicht antworten möchte. Und ohne Ivo zu fragen, holt seine Hand das Handy raus. Vor 4 Minuten aktiv. Dann geht er weiter und registriert im Vorbeigehen die Schilder der Räume, während er sich fragt, wer genau der Kommunikationschef sein soll. Dieser grauhaarige Unsympathler? Werner, Günther, Willi? Irgendwer hat mal was Witziges über den gesagt. Was war das nochmal? Dass er immer ausschaut, als ob er Scheiße direkt unter der Nase hat, sogar wenn er lächelt? Dass er ausschaut wie ein arrogantes Pissoir? Ah, Ivo, schön, dass auch du hergefunden hast. Günther sitzt in einem weißen Raum, Slatko neben ihm und dazwischen eine Wasserkaraffe und Gläser. Beides stimmt, das mit der Scheiße und das mit dem Pissoir. Und weil Ivo darüber nachdenkt, checkt er erst nach einem Moment, dass nur Slatko und er da sind und was das Thema des Treffens ist. Das Spiel gegen Bosnien ist für euch natürlich etwas ganz Besonderes, sagt Günther. Und mit seinem falschen Lächeln klingt das Wort Besonderes genau umgekehrt, als es klingen sollte. Und deshalb, wieso sind Marco, Bojan und Drago nicht da, unterbricht ihn Ivo. Marco und Drago sind Serben und Bojan ist Montenegriner, deshalb betrifft sie das nicht. Na und, als wir damals gegen Serbien gespielt haben in der WM-Quali, waren Ivo und ich auch bei dem Briefing. Also könnten die anderen heute genauso da sein. Außerdem ist Bojans Mutter bosnische Kroatin. Bojan ist in Montenegro geboren, also ist er Montenegriner, sagt Günther. Und man sieht ihm an, dass er stolz darauf ist, das richtig zu sagen. Montenegriner. Und außerdem, Montenegro gibt es noch gar nicht so lange wie den Bojan, wirft Ivo angefressen ein. Und geboren, fügt er nach einer Pause hinzu, während Günther überrascht schaut, ist er in Sjenica, das zu Serbien gehört. Günther verdreht die Augen und atmet tief durch, so als wäre es das Schlimmste in seinem Leben, dass jemand anderer auch was zu sagen hat. Dann lächelt er wieder böse in einem Film. Schau, und genau darüber sollt ihr nicht reden in Interviews, über Territorialgrenzen und ethnische Zugehörigkeiten. Wir wollen hier keine Selbstfindungsreise machen, sondern euch auf ganz konkrete Fragen vorbereiten. Also hebt euch eure Fragen und Anmerkungen bitte für den Schluss auf, okay? Du Missgeburt. Ivo schaut zu Slatko rüber, der sich überhaupt nichts anmerken lässt, was er denkt. Und auch Ivo kontrolliert sich, weil er jetzt erwachsen ist. Und genau das heißt es, erwachsen zu werden, nicht jedem Hurensohn zu sagen, dass er einer ist. Also hört er sich an, wie der Kommunikationsmanager so tut, als ob er über Bosnien reden würde, obwohl er in Wahrheit über Österreich spricht. Ivo verdient, das Sponsoring nicht eingerechnet, 100.000 Euro die Woche. Seine Zeit ist also sehr wertvoll. Wenn er 40 Stunden arbeiten würde, wären das pro Minute, es wäre sehr viel. Es wäre sicher mehr als bei Sido damals, der ein Goldjunge angegeben hat, ich verdiene heute pro Sekunde 4 Cent. Aber schon vorher, als Ivos Zeit nichts wert war, als er den ganzen Tag gemacht hat, was er wollte, war ihm seine Zeit zu schade, um irgendwelchen ignoranten Schwabos seine Herkunft zu erklären. Vielleicht liegt es an Mirna und daran, dass sie gestern beim Sex bosnisch mit ihm geredet hat. Vielleicht liegt es an etwas anderem. Aber während er so da sitzt und dem Günther zuhört, überlegt er zum ersten Mal seit langem eine Ausnahme zu machen. Er stellt sich vor, wie er den Kommunikationsmanager im Schwitzkasten hält, während jemand anderer ihm den Arm verdreht und ihm dann die Basics erklärt, damit er vielleicht versteht, was der Unterschied ist zwischen bosnischen Serben wie Mirna, einem bosniakisch-kroatischen Bosnier wie Slatko, einem serbisch-kroatischen Montenegriner wie Bojan, einem Bosniaken wie Edin Dzeko und Ivo, der zu einem Viertel bosnischer Kroate und zu einem Viertel bosnischer Serbe ist. Damit er versteht, was es bedeutet, dass Ivos bester Freund ein Albaner ist und dass er nach den Auswärtsmatches in Pristina und Skopje genauso mit den gegnerischen Spielern essen geht, wie nach den Spielen in Zagreb und Novi Sad. Dass Ivo und seine Freunde endlich den Traum einer großen Einheit aller Jugos leben, den sein Großvater geträumt hatte und den Männer der Generation seines Vaters zerschossen haben. Ivo würde eine halbe Stunde seiner wertvollen Zeit spendieren, um den Günther aufzuklären,
obwohl es ihn ärgert, dass die Österreicher im Team nicht zu dieser Besprechung kommen müssen. Sie müssen nichts, nur FIFA spielen, schlechte Musik hören und Julian oder Lukas oder Oliver heißen, ohne irgendwelche Striche über den Buchstaben. Der Effekt von der Besprechung ist auch gar nicht, dass Ivo mehr über Bosnien nachdenkt. Das macht er sowieso immer. Seit dem Moment, als die Spieltermine bekannt gegeben wurden, hat Ivos Handy tagelang pausenlos vibriert von den Nachrichten von jedem einzelnen Bosnier, den er kennt. Ich werde zu dir halten und zu Bosnien. Ich hoffe, ihr spielt 2-2 unentschieden und Edin und du schießt die Tore. Haha, Jebote, scheiß uns nicht ins Nest, Bratte. Also was bitte soll dieser Beidel Günther ihm erzählen? Und es geht ja gar nicht um Bosnien. Das wird spätestens klar, als die anderen erzählen, dass sie auch einen Termin beim Günther hatten. Die Nicht-Bosnier und Nicht-Österreicher. David, Reiko, Veli, Bojan, Dennis und Tori. Damit sie wissen, was sie antworten sollen, falls jemand sie fragt, ob sie je überlegt haben, für ihr anderes Herkunftsland zu spielen. Oder als was sie sich mehr fühlen. Und deshalb fühlt sich Ivo nicht mehr wie ein Bosnier am Abend vor dem Spiel, sondern nur mehr wie ein Ausländer. Ivo sind Worte egal. Er weiß, dass sie nichts bedeuten. Deshalb ist es ihm auch egal, ob jemand Ausländer, Tschusch oder Mensch mit Migrationshintergrund sagt. Obwohl er natürlich jeden, der ihn Tschusch nennt, sofort in die Pappen hauen würde. Neue Worte gibt es nur, um alte Sachen mit ihnen zu sagen. Und es sind immer die anderen, die diese Worte brauchen. Ivo muss ja nicht wissen, ob seine Freunde und er Ausländer sind oder Neo-Österreicher, Migranten, Tschuschen oder Jugos. Ivo ist in Wien aufgewachsen, also kennt er nur ein großes Wir, zu dem prinzipiell jeder dazugehören kann, egal ob er Kroate, Bosnier, Serbe, Türke oder Perser ist, egal ob er auf der Vienna International School war oder in der Hauptschule, egal ob seine Eltern Botschafter sind, wie die von Ismail Tajuri, oder Krankenpfleger, wie die von Marko Nautovic. Man kann sogar als Österreicher dazugehören, solange man cool ist. Oder man entscheidet sich eben keine Ausländerfreunde zu haben, verpasst alles, was gut an Wien ist und schimpft im Wirtshaus über Tschuschen. Aber wenn jemand Tschusch meint, dann soll er auch Tschusch sagen, statt Tschusch zu meinen und Mensch mit Migrationshintergrund zu sagen. Ivo hasst diese neue, nervige, pseudohöfliche Art der Schwabos. Ein kolumbianischer Taxler fragt ihn ja nicht, entschuldigen Sie, dürfte ich vielleicht fragen, weil Sie ja so exotisch aussehen, woher Sie ursprünglich einen Migrationshintergrund haben. Der schaut ihn an und fragt, von wo kommst du? Und Ivo antwortet, aus Bosnien. Und du? Aus Kolumbien. Ah, cool. Und vielleicht erzählt er dann, dass er mal mit Radamel Falcao Crockett gespielt hat, bei einem Geburtstagsfest von einem gemeinsamen Bekannten. Aber auch wenn nicht, ist damit alles geklärt. Er sagt nicht dazu, dass er auch halb aus Österreich kommt und erklärt auch nicht, in welchem Verhältnis er sich als was fühlt. Weil der Taxler weiß, dass es darum überhaupt nicht geht und dass diese Frage, als was fühlst du dich, nur von Leuten gestellt wird, die es sich selber nicht aussuchen können. Das ist so, wie wenn man Toni Polster fragen würde, Herr Toni, willst du lieber eine Chick oder ein Bier? Der will ja auch auf keines von beiden verzichten. Wenn der Taxler fragt, von wo kommst du, dann zweifelt er nicht an, dass Ivo ein Österreicher ist, sondern will nur wissen, was das andere ist, Österreich plus X. Wenn aber irgendein Österreicher mit diesem Entschuldigen Sie beginnt, dann lässt Ivo ihn absichtlich ein bisschen leiden in seiner blöden Fragerei. Ursprünglich komme ich aus Wien. Und wenn der Österreicher nach 5 Minuten endlich die Information hat, die er wollte, nämlich was für einen Ausländer er vor sich stehen hat, dann schafft er es meistens, was viel Asozialeres zu sagen, als es der Kolumbianer je könnte. Ah ja, das habe ich mir schon gedacht, dass Sie irgendwie einen Akzent haben. Ja, schön, der Balkan soll ja sehr schön sein. Hat auch schon mal dazugehört zu Österreich früher. Und, gefällt es Ihnen bei uns? Dann geht Ivo und bereut, sich nicht gleich bei der ersten Frage einfach weggedreht zu haben. Und überhaupt, wenn je ein Land dankbar für seine Ausländer sein sollte, dann Österreich. Man muss ja nur nach Deutschland schauen, um zu sehen, wie Österreich geworden wäre, wenn rundherum nicht Tschechen, Jugos und Ungarn gelebt hätten, sondern andere Kartoffeln. Es gäbe keine gescheiten Knödel, keine schönen Leute und keine gute Musik. Österreich ohne Migranten wäre genauso fad wie Deutschland. Nicht nur, dass es keinen einzigen schönen Deutschen ohne Migrationshintergrund gibt. Die Deutschen verstehen nicht einmal, was Schönheit ist. Sie können die WM gewinnen, weil sie Erfolg so definieren, dass sie keine Fehler machen und weil sie Özil, Boateng und Khedira haben.
aber sie können Schönheit nicht verstehen, weil sie glauben, Schönheit sei das Fehlen von etwas Schirchem. Schönheit ist wie ein Witz, man kann sie nur fühlen und nicht erklären. Deshalb gibt es fesche Deutsche, aber keine schönen. Und sogar die Fashion sind fad. Niemand sonst kann auf so eine langweilige Art fesch sein wie sie. Die Deutschen sind schon fesch, wenn sie nicht entstellt sind. Wenn nichts an ihnen zu groß oder zu klein ist, sondern alles ungefähr gleich. Dann sagt man, wow, der ist schön. Aber man sagt es nicht wie in ihren schönen Augen oder ihrem schönen Haar oder weil das halbe Land nicht anders kann, als über irgendeinen bestimmten Körperteil nachzudenken. Eine schöne Nase oder ein geiles Ohrläppchen. Es gibt zum Beispiel keinen einzigen schönen Deutschen mit einer Charakternase wie Francesco Totti. Fesche Deutsche schauen aus wie Joko von Joko und Klaas. Oder wie Klaas von Joko und Klaas. Und niemand weiß, wer wer ist. Fesche Deutsche schauen aus wie Til Schweiger. Und wenn sie nicht das Glück hätten, dass es ärmere Länder mit schöneren Menschen gibt, die zu ihnen kommen, hätten sich die Deutschen schon längst selbst ausgelöscht mit ihrer Langeweile. Sogar Helene Fischer, die geschminkt ist wie eine 45-Jährige, hat russische Wurzeln. Und deshalb tritt sie im Fernsehen auf und schaut nicht von der Couch aus zu wie irgendeine Deutsche. Die Pressekonferenz ist knackevoll, bis auf den letzten Platz gefüllt von Sportreportern Typ Oliver Polzer, mit in die Hosen gesteckten lila Hemden und Mobbing-Opfergesichtern. Modellbahnsammler, IAV-Hörer, Kabarettfans. Österreicher. Als ob sie beweisen wollten, dass Österreicher vielleicht nicht so fad, aber oft noch viel schircher und geschmackloser sind. Die einzige Frau sitzt auf der Bühne neben Ivo, Susi, die Medienfrau von ÖFB. Warum war das Meeting nicht mit ihr, wenn sie die Pressekonferenz leitet? Ivo ist froh, dass die Susi mit ihm da oben sitzt und nicht der Günther. Und während am Anfang irgendwelche organisatorischen Sachen geredet und auf Bosnisch übersetzt werden, überlegt er, warum sie immer die ÖFB-Puma-Trainingsanzüge trägt und der Günther Sarkos und die Trutschen von Sky, Röcke und Blusen. Danach stellt er sich eine Minute lang vor, wie er sich Bruce Lee-mäßig durch den ganzen Raum boxt, jedem Sportjournalisten eine reinhaut, in den Sessel drüber zieht, die kleinen Komplexler vom ORF wie Bud Spencer hochhebt und durch eine Wand wirft und diesen einen Proleten mit der Brille, der sich besonders gescheit vorkommt, in den Bauch tritt. Ivo kennt keinen Schiri und keinen Journalisten und er respektiert auch keinen von ihnen. Nur eben die beiden Zwerge vom ORF kennt er, weil die ihn nach den Spielen interviewen und den einen von der Kaiserzeitung, weil er genauso ausschaut, wie Ivo sich einen Kinderverzahrer vorstellt. Dass er sie nicht kennt, ist also nicht der Grund dafür, dass er sie nicht respektiert, weil er die, die er kennt, noch weniger respektiert. Es liegt einfach prinzipiell daran, dass sie nicht verstehen, wie wertlos sie sind. Sie stellen Fragen, schreiben Artikel und glauben, das wäre wichtig, obwohl sie die letzten Wappler sind. Wie viele Millionen Kinder träumen davon, Fußballer zu werden? Und wie viele schaffen es? Und Ivo gehört ja nicht nur zu dem Prozent, das es schafft, sondern innerhalb dieses einen Prozents zum obersten Prozent. Wenn die Journalisten, die in Interviewen genauso ausgesiebt werden würden, dass nur einer von 100.000 dort sitzen und Fragen stellen dürfte, dann wäre es was anderes. Aber so, wie die ihren Job machen, könnte das ein trainierter Affe auch. Wie fühlst du dich? Was geht in dir vor? Warum hat es heute nicht gereicht? Und selbst wenn sie gut wären, wäre es nicht das Gleiche, weil Journalismus immer zweite Liga ist, weil er nicht für sich steht, sondern immer etwas braucht, auf das er sich bezieht. Und die, die nur über andere schreiben, vergessen das. Vergessen, dass das, worauf sie sich beziehen, das ist, worum es wirklich geht und sie somit nie auf der gleichen Stufe stehen können. Fußball kann man spielen und man kann ihn schauen. Dafür ist er da. Punkt. Alles andere, jeder Artikel, jede Analyse ist nur ein Nebengeräusch. Man kann es machen oder man kann es lassen. Und im Endeffekt spielt es keine Rolle. Während man das Spiel natürlich nicht weglassen könnte. Deshalb ist es denen, die wirklich was machen, die wirklich spielen, scheißegal, was irgendwelche Schreibtisch-Cowboys denken. Ohne uns könntet ihr alle Schuhe putzen gehen, denkt Ivo den Journalisten vor ihm entgegen. Und ohne euch könnten wir genauso weiterspielen. Ihr seid nichts. Ivo, bist du bereit? Susi lächelt ihn an und wird sofort wieder ernst, als sie sich den Journalisten zuwendet. Bitte warten Sie mit Ihren Fragen, bis das Mikrofon bei Ihnen ist, damit die Fragen übersetzt werden können. Und sagen Sie am Anfang Ihren Namen und für welches Medium Sie arbeiten. Ja, Stefan Eschen von der Kaiserzeitung. Ich habe eine Frage für den Ivo. Ivo, für dich ist das natürlich ein ganz besonderes Spiel.
Kannst du uns sagen, was in dir vorgeht? Wir haben jetzt eine Stelle gehört, in der es um eine Pressekonferenz geht, die am Rande vorkommt, in der es sehr viel um Interviews geht. Das war ja, glaube ich, auch für dich ein sehr spannender Zugang, diese Interviews mit Fußballern. Was hat dich an dem so gereizt oder was findest du daran so spannend, wie die ablaufen? Du hast dich ja intensiv damit auseinandergesetzt. Ja, also die Interviews sind nicht besonders spannend leider, weil die Vereine so stark reglementieren, was die Spieler sagen dürfen. Und in Wahrheit erfährt man überhaupt nichts mehr, weil sich so eine Einsicht durchgesetzt hat, dass quasi so das, was man sonst küchenpsychologisch Positive Thinking nennt, dass das quasi als Äußerung das Einzige ist, was man von Fußballern haben möchte. Das heißt, man hört nur noch, ich versuche dem Team zu helfen, bla bla bla, wir schauen von Spiel zu Spiel und erfährt nichts Echtes mehr. Was für mich besonders lustig ist dass ich, ich habe das recherchiert, damals habe ich Interviews geschaut und so, und jetzt sehe ich es aus einer anderen Perspektive, weil ich selber Interviews gebe und selber mit Journalisten zu tun habe und auch mit Sportjournalisten. Und sehr viele der Sachen, die in dem Buch vorkommen, quasi mache ich es jetzt, also ich habe es erfunden für das Buch und jetzt mache ich es als Erfahrung durch.